Nehmen wir mal den Kanu. Eigentlich mag ich ihn ja nicht, aber egal. So, es war ja ziemlich voll, das heißt, er dürfte ja auch was los. Es ist irgendwie immer Nacht. Aber egal, dann kriegt man einen Sonnenaufgang. Mit dem Sonnenaufgang sieht es sehr schön aus. So, er ist, glaube ich, schon relativ schnell. Ich glaube, ich, ein Tenoto. Er ist, also wenn man umdreht, er rutscht so ein bisschen. Ne? Warte mal, kann man das hier vielleicht. Er slidet so und dreht dann um. Das ist eigentlich ganz cool. Also ich habe noch nicht gespielt und Wendekreis ist jetzt bei ihm noch okay, aber ich denke mal, dass das bei dem Großen schwierig wird. Ich bin auch jetzt schon. Bei dir schon Hunger? Okay, ja. Aber den Trapp, er ist ein bisschen smoother unterwegs, ne? Wie. Also halt alles wieder ein bisschen besser nochmal die Animation. Ne? Man kennt's. Ne, er ist ja kaum hier keine MG-Neffen. Ich habe bislang nur den Hüpsi vor Donnen gespielt. Glaube ich gerade Newt gehört, ich bin nicht sicher. Mal gucken, wie das so laufen wird. Also er hat den Hypsi gespielt und mit dem bin ich auch ein paar Mal krepiert, aber mit dem spawnst du ja momentan als Adult rein, deswegen ist das ja im Prinzip egal. Ja, da ist Newt, da gehen wir nicht hin. Gehen wir, das ist ein Ausgewachsener schon noch. Hypsis können sich nicht wirklich wehren. Nur was Größeres. Gibt es ja einen Wind. Genoto. Ist. Man sieht halt die anderen Dinos teilweise so schlecht in diesem hohen Gras. Bitten, Stegos. Ich erkenne einen Stego. Von hier. Irgendwo ist er. Idee. Ziemlich viele Stegos, glaube ich. Oder Stegos und. Legos und Tenoto sehr zusammengemixt. Da ist ein Kanu, ja, das ist toll. Die irgendwie schnell verlitten, der kann euch am Essen. Ich bin doch gerade gespawnt. Da ist auch ein Kanu, ja gut. Und die werden mir nichts tun, oder? Der ist da drüben, ist bald, Jungs. Können wir machen. Was ist denn da alles? 1, 2, 3 Stegos. 1, 2 Tenotos. 3 Stegos. 4 Stegos. Ja, 4 Stegos. 5. Halbsi ist wahrscheinlich auch die Formation. Hier ist auch irgendwo einer. Kriegt ihr noch, also, ich weiß nicht, ob ich die kriege, aber ich denke schon, oder? Aber die sind halt auch so klein, wenn die hier in diese Kackwiese rumrennen. Die sind auch nicht langsam. Mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass man echt sehr schlecht sieht, die kleine Viecher hier drin. Oder allgemein, vor allem wenn man selber klein ist, sieht man es eben schlecht. Man halt nur auf Grashöhe hier rumguckt. Weil der Mesid ist ja natürlich ruhig, ne? So, toll. Ist irgendwo hier vorne. Bei. Ich will ein Stego. Wirklich? Wie viele Stegos rennen hier rum? Alter! Oh, irgendwas. Das hört sich. Ist so viel. Das ist man gar nicht gewohnt in diesem Spiel. Das Ding ist, die machen das halt. Ich glaube, die sind auch nicht ganz doof, weil die bleiben halt. Da hinten retten kann. Weil die sind halt da bei den großen Pflanzenfressern dran. Und ich weiß halt nicht, wie. So.
Du sollst trinken, nicht schwimmen, du Pfeife. Komm jetzt hier gar nicht mehr raus, oder was? Na doch, danke. Darf ich trinken? Nee, das ist im Schlammwälzen. Okay, nee, ich darf hier nicht trinken. Okay, das ist schade. Ich bitte trinken. Ah. Der nervt. Was passiert denn da? Möchtest du mitkriegen? Hallo, nicht? Ich kann kein Steg durchsehen. Ich höre nur. Ist er? Ist er? Ist er? Jetzt macht natürlich kein Geräusch, ne? Natürlich nicht. Ich glaube, da stirbt gleich was. Da passieren Dinge. Da rennt irgendwas. Da rechts ist ein Kanu. Oh, was ist da passiert? Hat er gerade aufgespießt mit seinem Schwanz? Oder sah das nur so aus? Oder hat er da irgendwas? Angst. Weiß nicht, was das ist. Hört sich nicht so gut an. Bin ich ehrlich. Aber ich essen. Ja, das ist auch eine Leiche, die ein bisschen Anfälle hat, glaube ich. Oh. Das Ding ist, ich gehe jetzt nicht zu denen hin, das ist blöd. Der irgendwas ist da krepiert, wahrscheinlich ein Raptor oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, der Stego hat dem eine Schelle gegeben. Ja, da ist diese größere Herde, glaube ich, wieder. Das ist die hier. Die eigentlich sein. Da drüben war ein Leine. Ego, oder? Ja, hier ist mehr unterwegs. Und wenn es Dego und so ein bisschen anderes Zeug. Und ein Dryo. Das Ding ist halt. Da habe ich mir auch schon gedacht, wie kommst du eigentlich als kleiner Fleischfresser an Essen? Because it's a little bit stupid. Weil du kannst eigentlich nicht viel killen. Belasten. Was ist das? Kann man das essen? Das ist wie Fleisch, aber es schwebt. Ich denke, das könnte ein Problemchen werden, ja. Ich denke mal allerdings, dass man auch einfach nur einmal Glück haben muss, einmal eine Runde Essen zu finden und dann ist natürlich was. Ich muss da so ein bisschen rumleuchten. Ich glaube, das ist so ein Gruppending. Ne? Dass man erkennt als Fleischfresser quasi, da ist eine größere Gruppe an Dinos. Diese Orangen da hinten. Weil das sieht man so durch alles durch. Wie wenn es gesnifft wäre quasi. Ja, ich spring. Ey. Irgendwie schon wieder so, oder vielleicht fetzen, keine Ahnung.
Luxus, das kannst du die Beute ersniffen ein bisschen besser als Fleischfresser. Glaube ich. Ist das dahin? Hört sich klein an. Stirb. Stirb. Ist tot? Ah, es ist tot. Perfekt. Dann frisst bitte einfach schnell. Und dann sind wir weg. Das ist ein Hypslo, ne? Ja, Hypslo verloren. Könnte man da eigentlich als Abkürzung nehmen? Hypsi? Oh, lauf weg. Lauf doch weg! So ein Hurensohn, Junge. Du weißt nicht mal, ob da Essen ist, ne? Das weißt du nicht mal. Du bist einfach drauf, um mich zu killen, ne? Ich geb dir Bleed mit, Junge. Ich geb dich Bleed mit, mein Freund. Ah, hinsitzen bringt nichts mehr, mein Kollege. Du wirst verbluten. Du musst jetzt zu Dings laufen. Muss man nämlich, also er wird verbluten, wenn er nicht zum, hier, ne, wo man sich im Boden rumwälzen kann. Ich fand's gut, ich habe wieder, das war meine typische Reaktion, wenn ich mich erschrecke wegen Steps. Meine Reaktion bei sowas ist nämlich immer, anstatt Shift, erstmal die Home-Taste zu drücken, damit ich schön erstmal aus dem Spiel raustappe. Das passiert sehr oft. Vor allem, weil ich ja gerade mein Handy weg von der Tastatur hatte, war ein bisschen belastend. Warte, ja, schön entspannt was essen endlich mal, ne. Ja, was ist zum Fick? Fliegt mir alles im Gesicht rum. Dann renn das mal in Richtung Wasser vielleicht. Oder? Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, bevor der mich eingegriffen hat. Hab ich da vergessen. Oh, ist nur Wasserfall. Ich bin mir nicht mehr sicher, was das war, was ich sagen wollte, wenn ich ehrlich bin. Also auf jeden Fall ist es so, dass ich glaube, das ziemlich nervig ist noch. Für Carnies allgemein, also Jutta und Arno, Essen zu finden. Also für die Jubis jetzt, für die Großen nicht mehr. Die können ja alles killen, quasi. Arno, also Carno zumindest. Der kann ja alles, der kann ja. Wenn er clever gut ist, vielleicht sogar ein Stego, der kann den Ypsilophodon, der kann den Dryo, der kann den Tenoto, der kann den Yuta und der kann seine eigene Art von mir auch noch killen, wenn diese kleiner sind wir. Also da kann der alles. Und der Yuta kann ja genau fast gleich. Gut, ich glaube, weiß nicht, ob ein Yuta vielleicht ein Stego kaputt kriegt, das glaube ich eher weniger, aber I don't know. Er ist schon wieder so ein Vieh. Der Kano kann absolut nicht schwimmen. Okay, gut zu wissen. Wie lang ist er denn? Aber er macht so viel Lärm, wenn er die ganze Zeit eine Arschbombe machen würde. Irgendwie. Bitte. Erst. Egal, wo ist diese blöde Hypsi? Ich will ihn killen. Hypsi oder whatever.
sind diese kleinen Scheißviecher? Toll. Ist auf dem Bau. Komm wieder hoch. Das habe ich auch probiert. Das hat mir nicht funktioniert. Ja. Wie kam er da hoch? Ich wollte auf Bäume springen letztes Mal. Und ging nicht. Kann der auf diesen scheiß Baum hoch? Ich hab das auch versucht und da war ich immer eine unsichtbare Wand, sodass ich nicht hochspringen konnte. Voll die Verarsche. Er hat es ja wahrscheinlich einfach 3 Stunden lang probiert. Ah, das ist direkt oben. Gut, der ist zu groß. Hier ist ein Dupik. Oh, das ist Diego. 5 Viecher! Kannst du bitte saufen? Sag ich mal, hell oder? Ich habe schon wieder das Gefühl, dass das schon wieder so ist, dass die Nacht 50 Millionen Mal länger ist als der Tag. Wenn es wieder so ist, ne? Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Weil ich verstehe es nicht, warum man die so lang machen muss. Das ist echt auch so. Die Nacht ist einfach 35 Stunden und der Tag nur 10. Oder was? Macht zwar gar keinen Sinn, oder? Gleich hier rüber, aber ich weiß, dass es ewig dauern wird, deswegen mache ich es nicht. Na gut, er springt schon freiwillig ran, okay. Dann! Wenn du jetzt gar nicht mehr rauskommst, ne? Jetzt kommst du gar nicht mehr raus, oder? Du Experte. Nee. Ist hoch. Geht nicht. Ich hab keine Arme, ich kann mir nicht rausziehen. Was sind da Arme? Ah, doch, die ja, okay. Weiß ich, ja, ich wusste ja nicht, ob die schon ausgebildet sind, so in dem Schlacht. In seiner Wachstumsphase. Klingt, als hätte den Kano den Typo gefunden. Und rechts von mir, links von mir, also eigentlich rechts von mir, ist ein anderer Kano. Ich gehe davon aus, dass ich demnächst tot bin. Ich lauf mal, ne? Dann ist der speedy genug, ne? Fuck! Ich räub's. Ja, ich bin einfach hier rüber hoffen, dass er es merkt und gut ist. Weil ich glaube, dass das Udo Kanos sehr normal sein wird, Kannibalismus zu begehen, weil ich glaube, dass es hier einfach nicht genug Essen gibt. Das ist gut möglich. Weil die AI, die war, glaube ich, hat man zwar hingeschrieben, wir haben AI ins Game gebracht, aber ich glaube, die existiert gar nicht. Habe ich immer noch nicht gesehen, so. Keine Ahnung. Ja, die Note dauert nicht so. Kann ich auch schon mal. In dem Stream, der dauert. Der hat 2,5 komplett. Doch, das ist wirklich schon. Also, wenn das wieder er ist, ne? Wenn ich da jetzt hingehe und es ist wieder der gleiche Idiot wie gerade eben.
Ich flippe aus. Ja, ich bin schon wieder hier. Ist schon wieder eher ein Kackbaum hier irgendwo. Da rechts, da saß er wieder. Jo.